Blablabla, bla, bla. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge PC Building Simulator X oder Meets oder Featuring eSports. Die 11, der eine 11.11 ist da, das Spiel läuft auf 1440p, also nicht Full, nicht UHD, weil ist ja kein UHD-Monitor. Es ruckelt nichts, also anscheinend hat das Windows-Neuaufsetzen was gebracht. Und jetzt mal live. Also jetzt quatsche ich nicht wieder drüber, sondern jetzt nehme ich gerade hoffentlich auf. OBS sagt mir, ich habe einen Mausschlag. Und auch das auch... Sprachfehler. Was mir auch aufgefallen ist, oder das könnte auch Täuschung sein, die Kamera, die da, hat eine bessere Qualität als vorher. Also im Vorschaubild sieht es richtig gut aus. Das könnte natürlich jetzt auch daran liegen, dass das Vorschaubild, also mein Zweitmonitor jetzt ein UHD-Monitor, also nicht wie vorher ein Full-HD-Monitor. Das könnte dazu beitragen, das weiß ich nicht. Egal, lange Gequatsche macht gar keinen Sinn. Ich habe gerade vor 5 Minuten erst die letzte Folge komplett gesehen, weil ich die ja nachkommentieren musste, Schrägstrich wollte, Schrägstrich wie auch immer. Und das Gute ist, ich habe so viel gequatscht, dass ich mich auf das Wesentliche überhaupt nicht konzentriert habe. Ich weiß, dass ich was in den Warenkorb gelegt habe von $40 und das müsste der Kühler sein. Der CPU-Kühler für den Kollegen, weil wir hier etwas über dem Budget sind. Genau. Soweit, so gut. Das war der Rechner, wo wir mindestens 200.000 für ausgeben mussten. Soweit, so gut. Und das war genau der Kühlblock, den wir neu haben. Ich glaube, den habe ich sogar, den wir neu brauchen. Entschuldigung. Und den habe ich, glaube ich, auch schon bestellt. Habe ich den? Oh Gott. Habe ich den? Mal eben nachgucken. Zustellung von EKWB. Genau, Evo. Das Ding kostet übrigens hier im Spiel $300. Ich habe es ja beim letzten Mal nachgeguckt. Das sind je nachdem wohl ein Kost. Kaufst du direkt bei EK, sind es 200. Kaufst du den irgendwie über andere Shops, bis über $180, $170 oder sowas. Also die Preise hier sind nicht immer realistisch. So. Das heißt, wir müssen uns, bevor wir irgendwas machen können, erstmal diesen Rechner fertig machen. Das heißt, dafür alles bestellen. Habe ich die E-Mail schon gelesen? Habe ich gemacht. Aber ich habe die SMS noch nicht gelesen. Beziehungsweise die WhatsApp. Hallo, das hatte ich erledigt. Ah, never knew, weil er sollte und hier die Idioten. Bla, 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 bla. So. Also, kannst du mir eine MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming? Und kann ich den bis morgen? Ich möchte ein paar Bilder für Social Media machen. Ja, du kannst mich mal. 1080. Er war Never Noob. Ja, okay, das ist easy. Das machen wir. Das kriege ich locker hin. Bestellt. Ey, die Aufgabe ist heute einfach. Ich muss einfach nur Hardware zusammenzimmern. Für mindestens 2,5K kriege ich hin. So. Da ist nicht mal ein Mainboard bei. Das heißt, wir haben nur ein Gehäuse. Ist das richtig? Wir haben nur ein Gehäuse. Alles klar. Das heißt, alles von MSI, soweit es geht. Ja. Oh ja, ich liebe das Zusammenstellen. Ich würde das gerne öfter in echt machen, aber dann bräuchte ich einen Sponsor. So Asus ROG Sponsor wäre geil. Würden die niemals machen, aber mit Corsair wäre ich auch noch zufrieden. Wobei, eigentlich wäre es mir egal, wer es ist. Hardware ist immer geil, egal von welcher Marke. Aber man ist ja dann auch so ein kleiner Fanboy. Ich zumindest. Früher war es MSI, heute ist es Asus und Corsair. Früher mochte ich Asus überhaupt nicht, ich weiß nicht warum. Also wir reden von vor 15 Jahren, ist klar. Ich glaube, da hatte ich mal so ein Asus-Board und das war total Schrott. So zu AMD Athlon-Zeiten noch, weißt du? So Dual-Core-Zeiten. Lang ist es her. Okay, das heißt, ich habe was vor. Und zwar Hersteller, genau. MSI, das ist schon mal klar. Achso, Prozessor, jetzt ist natürlich die Frage. Nehmen wir einen Ryzen oder nehmen wir einen Intel? Ist eigentlich egal, ne? Wir können eigentlich auch ein Ryzen-System machen. Wir könnten auch ein Threadripper-System machen. Aber das wird halt extrem teuer. Wie man hier schon sieht.
Und ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was TR4 und STRX4 sind. Ich glaube, TR4 sind die alten Threadripper Modelle, also die Ryzen 1000 und 2000er Modelle, und STRX4 sind die neuen. Können wir mal eben nachgucken. Interessiert mich gerade. Also so Ryzen 3 bis 4000, nicht 4000 waren, glaube ich, nur die mobilen Desktops. Mobilen, das sind die mobilen CPUs. Die 3000er Serie habe ich drin mit dem 3.9 und die 5er sind ja die 9. Genau. Jetzt will ich aber trotzdem mal den Sockel gucken. Nicht, dass ich jetzt hier Bullshit erzähle. Ja. Genau. TR4 sind die alten, die 1000er, die Ryzen 1000er, die Threadripper Modelle. Auch die 2000er, okay. Also habe ich gar kein Bullshit erzählt. Ich habe mal kein Bullshit erzählt. Der Wahnsinn. Und dann müssten, um das jetzt einfach nur mal sicherzustellen, der STRX4 genau die 3er-Reihe sind. Ich weiß nicht, inwiefern es die 5er-Reihe schon gibt als Threadripper. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, von der 5er-Reihe, also von Ryzen 5000, sind bisher nur der 5900X, der 5950X. Das sind die 12 und 16 Kerner und dann noch, ich glaube, 600 und noch irgendwas vorgestellt. Natürlich nicht lieferbar. Wie so alles, was dieses Jahr an Hardware rausgekommen ist. Sei es die RTX 3000er Serie, sei es die AMD 6800er Serie, sei es der Ryzen 5000, nichts lieferbar. Oder ganz schwierig nur. Das ist. Da hätten sie das Release auch ruhig noch ein halbes Jahr verschieben können. Kriegt eh keiner. Hat. Und die PlayStation 5 natürlich, nicht lieferbar. Und die Xbox Series SX, nicht lieferbar. Oder nur ganz, ganz, ganz schwierig. Es ist strange. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles mit Corona zu tun hat. Ich meine nämlich, dass es damals bei der PlayStation 4 ähnlich war. Nicht ganz so heftig, aber ähnlich. Und auch bei der... Die GTX 1000er Serie, da gab es keine Probleme. Die habe ich nämlich direkt vorbestellt. Da war alles easy. Mal bei der 2000er war auch irgendwie sowas. Aber nicht so extrem. Egal, ich schweife wieder ab. Es tut mir leid. Ach so. Ganz kurz, die Preise für die Threadrippers, ihr seht's. Ist auch nicht ganz realistisch, die sind nicht so teuer, ja. Aber ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass wir die nicht nehmen. Bin ich hier rausgegangen? Warum? Bin ich doof? Also, wir bleiben dann anderen Sachen treu. Wir gehen hier wieder auf Sie. Nehmen den Sockel Lamp 4. Und, ach ja, SLI, ich habe was vor. Natürlich nehmen wir ein X570, das braucht eigentlich kein Schwein, aber ist geil. B550 reicht völlig aus, da kannst du auch easy die Ryzen 5000 mit betreiben, alles ist gut. Ich glaube sogar mit dem X470 geht's auch. Ich glaube, viele Hersteller haben schon kostenlose BIOS-Updates rausgehauen, damit die CPUs laufen. Manchmal laufen sie auch so. AMD sagt ja offiziell nur X570 und B550 für den Ryzen 5000, aber das wird noch ein bisschen weiter nach unten gehen. Aber wir nehmen natürlich hier richtig geiles X570. Ach so, 700. Jo. What the... Okay, das nehmen wir nicht. 160, das reicht völlig aus für unsere Vorhaben. Nehmen den Warenkorb. CPU. Nein, wir nehmen keinen Threadripper. Wir nehmen AM4-Sockel. Ich finde es übrigens cool von AMD, dass die bei ihrer Sockelbeschreibung so total übersichtlich sind. AM4 gibt es schon seit einer halben Ewigkeit. Da hat sich nichts dran geändert. AM4 ist, ich glaube... Lass mich nicht lügen. Also alle Ryzen, egal ob jetzt 1000er, 2000, 3000 oder 5000 oder auch 4000 für den Mobilbereich, alles AM4. AM4. Da kannst du nichts falsch machen. Du weißt, AMD ist AM4. Da kannst du nichts falsch machen. Es sei denn, du willst einen Threadripper, aber selbst dafür gibt es nur zwei unterschiedliche Sockel. Bei Intel
1151, 1150, 12, 2011. Das passt nicht auf den. Das ist Kaby Lake, das ist Sky Lake, das ist Schieß mich tot Lake, das ist ein anderer versoffener See. Ja, das macht AMD besser. Da blickst du wenigstens durch. Intel, nee, wir machen es kompliziert. 1151 Coffee Lake, 1151 Kaby Lake, 1151 Sky Lake. Dann gibt es noch 1150, den haben wir hier nicht. LGA 12000, das ist jetzt der neue, nur für die 10. Intel-Generation. Für den Z470-Chipsatz. 2066, weiß ich gerade nicht, wofür das ist. Und dann gibt es noch andere, die es hier im Spiel nicht gibt. Da blickst du nicht mehr durch. Ja, AMD, einen Sockel. Reicht. So, Preis absteigen. Wir nehmen das. Nein, den nehmen wir nicht. Die Preise sind natürlich auch komplett Bullshit. Hier ist klar. Also, die 700 könnt ihr da einpacken und hier sind wir bei ca. 400, wenn überhaupt. Den habe ich für 410 gekauft und ein paar Monate nachdem ich den gekauft habe, war der bei 350 oder so. Also die Hälfte, dann passt das. Geiles Ding. Braucht man nicht. Geiles Ding. Wenn ihr nur zocken wollt, wo ist der 3.6er? Reicht der 3.6er völlig aus? Den haben wir hier gerade nicht, warum auch immer. Der hier. Zum Zocken genial. Kostet 250, wahrscheinlich nur 290 oder sowas aktuell. Zum Zocken astrein. Selbst Multimedia-Anwendungen sind damit noch gut machbar. Aber wir nehmen den hier. Aber ich könnte auch den hier nehmen. Ich nehme den. Verdammt. Raus. So. Ich verplapper mich hier. So, Hersteller, läuft noch alles? Läuft noch alles. MSI, Chipsatzbaureihe, GTX 1000. Apropos, kompliziert. Bei den GPUs macht es Nvidia natürlich besser als AMD, ist klar. Oder ich hab's noch nicht erkannt. Also, Nvidia ist ja easy. GTX 800, GTX 900, GTX 1000, RTX 2000, RTX 3000. Da erkennt man den Muster bei AMD. Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist es auch ganz einfach. Und ich habe es noch nicht gerafft, weil ich keine AMD-Karten kaufe, weil die nicht im High-End-Bereich angesiedelt sind. Also nicht waren. Jetzt ja wieder, mehr oder weniger, mit den neuen. Wenn sie denn lieferbar sind. So, ich verquatsch mich hier. Also, Gaming X11G war das, glaube ich, ne? Ich muss nochmal nachgucken. Ich weiß es nicht mehr. Never noob. Eine 1080 Ti Gaming X. Das ist die, ne? Was ist der Unterschied? Ah, kein X drin. Guck, da zahlst du für 60 MHz mehr. In diesem Falle 70 Euro. Bullshit. 25 Euro mehr. In den Warenkorb, in den Warenkorb. Dingens gibt's von MSI nicht, ne? Dann bleiben wir Corsair da treu. Boah. 4,7. Klar, easy. Haben wir die Kohle? Für zwei Stück? Wir brauchen noch ein Gehäuse, wir brauchen noch ein Netzteil, wir brauchen noch eine Kühlung und wir brauchen noch Forget. Machen wir mal anders vom Preis aussteigen. So 4 GB, da lachen wir drüber. Hier, den Klassiker, da machst du nichts mit falsch. Nehmen wir den hier, dann haben wir erstmal was Weißes dabei. Kostet auch nur... Na, der Preis, der stimmt. Ich glaube, aktuell... Ach nee, warte mal. Nee, der Preis stimmt nicht. Die Preise sind ja völlig Bullshit. Gut, die Preise könnten gestimmt haben, als die RAM-Preise noch höher waren, war Anfang des Jahres. Ja, ja. Momentan kriegst du nämlich für 8 Euro mehr 2x16. Und hier kriegst du 1x8. Naja, okay. Nehmen wir das auch. So, Grafikkarten haben wir auch, Platine haben wir, Prozessorkühlung haben wir nicht. Da müsste es doch eigentlich was von MSI geben. Es gibt nichts von MSI. Gibt es was von Asus? Auch nicht. Jetzt wird's peinlich. Dann bleiben wir auch hier Corsair treu. Ja, komm, nehmen wir das Ding hier.
Die wollten. Nee, die will ich nicht haben. Pro heißt, glaube ich, nämlich, dass die Lüfter keine RGB-Beleuchtung haben. Ist totaler Quatsch, aber naja, was soll's. Festplatte. Da wird es wahrscheinlich auch nichts von MSI geben. Dann nehmen wir hier auch Corsair. Und zwar die, kann man eigentlich hier Übertragungsrate maximal 5 minimal. Da müsste eigentlich ja nur die MP600 übrig bleiben. Boah, ist die teuer. So, Netzteil gibt es auch nicht von MSI, auch nicht von Asus. Hä? Okay. Dann nehmen wir auch hier Corsair. Halbmodular. Kann man das? Ne, kann man nicht auswählen. Okay. Modular, da sind wir doch hier. Kostet auch direkt 130 Euro, ne? Ist egal. Wir sind im Budget drin. Gehäuse. Aber hier können. Ah ne, warte mal, Gehäuse haben wir ja. Moment, haben wir auch ein Netzteil da drin? Nein, haben wir nicht, natürlich nicht. Ja gut, wir sind im Budget. Locker im Budget. Alles ist gut. Das war doch bis 3000, ne? Nicht, dass ich mich jetzt hier wieder vertue. Bis 3000. Bis 3500, Entschuldigung. Yep. Wir sind bei 3,2. Zieh den Kühler ab, sind wir bei knapp 3,2. Da könnte man sogar noch ein bisschen mehr ausrasten, aber das lassen wir einfach mal sein. Man könnte jetzt hergehen und sagen. Warte mal, passt hier ein Triple-Radiator rein? Oh Gott. Weiß ich nicht. Verdammt. Also. Hier oben passt nur ein Double-Radiator, ein Dual-Radiator rein. Double-Radiator. Und ich weiß nicht, ob hier in die Fronten. Hier passt kein Triple rein. Da passt kein Triple rein. Gut, dass ich geguckt habe. Oi. Okay, den nehmen wir raus. Hoppla. Prozessorkühlung. Was ist das dann? Der H110, ne? Quatsch. Ne, H115 Pro. Nehmen wir den. So, Budget wieder weiter runtergeprallt. Grafikkarte haben wir. Picknick ist unterwegs. Yippie! CPU haben wir, das haben wir. Was haben wir? Was fehlt denn? Nix fehlt. Ja, komm, so passt schon. Lieferung am nächsten Tag. Sollte ja bis dahin reichen, ne? Bis morgen abschließen. Und der war auch bis morgen abschließen. Und der war bis morgen abschließen. Heißt. Shop. Nee, ich dachte gerade, ich könnte mit dem Feuerlöcher irgendwas löschen. Tag, Ben. So, wann kommen die denn? Wie viel Zeit habe ich noch? Ach, Viertelstunde habe ich noch. Na, dann ist alles gut. Zur Arbeit. So, dann machen wir jetzt erstmal die beiden einfachen Kandidaten fertig. Ah, jetzt geht das Vibriere wieder los. Super, ich freue mich. So, das ist perfekt. Also perfekt ist was anderes, weil so ein Billigkühler, naja, aber er läuft. Sehr gut. Sollen wir hier noch ein anderes Wallpaper? Nö, machen wir nicht, ne? Ach so, ich lasse. Ja. Bob. Ja. Bla. Kannst du mir heute meinen Rig schicken? Ich will mir nochmal sehen, ob ich vielleicht noch ein Upgrade brauche. Ich hab's mir verdient. Oh Gott, hochnäsiges. Egal. Also, der will jetzt nichts Besonderes mehr. Heißt nicht, dass in den E-Mails nicht noch was steht. PC bauen.
Okay. Für 3,5. Jawohl, da sehe ich mich doch. PC aufmotzen von Grashy. Ich habe eine keine Abgabe. Ich hätte gerne ein Upgrade für die Grafiker da können. Warum kürzt man die ab? D Punkt. Das sind zwei Tastenschläge. Die braucht 3. Können Sie das schnell dazwischen schieben? Innen scheint ganz schön. Ja gut, easy Grafikkarte aufrüsten. Ja, komme ich gleich drum. So. Den machen wir noch fertig. Angepasste Wasserkühlung, CPU-Block. Ah, den können wir verkaufen. So, jetzt wird mit den Rohrleitungen wieder lustig. Also nochmal. Da kommt raus, ne? Kommt da rein. Also aus dem Ausgleichsbehälter raus. In den Block. Vom Block in den Radiator. Vom Radiator abgekühlt wieder da rein. Ist doch richtig, ne? Kühlmittel. Da war irgendwie so eine rosa Pampe drin. Hier, nehmen wir das. Die. Pumpe ohne Stromversorgung. Ja, super. So, jetzt nicht mehr. Die Kabel passen auch nicht. Na gut, ist egal. Aber eigentlich ist das nicht egal. Was sind das denn für Kabel? So was habe ich gar nicht. Sind das die? Ich guck mal. Ob man das hinkriegen. Da tut sich nichts. Okay, die bleiben schwarz. Oder grau oder wie auch immer. Okay, jetzt nochmal. Kühlmittel. Es ist falsch rum. Oder? Wobei man könnte. Oder ist das so richtig? Das warme Wasser in Ausleit. Nee, das macht keinen Sinn. Wie kriege ich das wieder raus? Ach so, kriege ich es raus. Das heißt, wir müssen. Oder ich muss. Die beiden vertauschen. Das heißt. Der linke muss in den Block. So, jetzt geht es nämlich vom Ausgleichsbehälter in den Block rein. Da wird es erwärmt durch die CPU. Das erwärmte Wasser geht in den Radiator. Dort wird es abgekühlt. Und das abgekühlte Wasser geht zurück in den Ausgleichsbehälter. So rum ist richtig. Hoffe ich jetzt einfach mal. Okay. Und jetzt hat sie klingelt. Mehr kennt ihr das? Ihr erwartet ein Paket und dann ist es nicht für euch. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Ne, USB-Stick ist drin, da wollte ich jetzt. Ach ne, wollte was anderes machen, ne? Was fehlt denn hier? So. Nein, ich bin doof. Perfekt, die ist nicht drin. Dann ist der auch fertig. Dann können wir den sogar kassieren. Da haben wir noch eine. Ah, wir haben noch eine Nachricht. Perfekt. So. Gucken wir mal kurz. Nevernoob, weißt du das lila? Nevernoob. Jetzt sag nicht, dass das der ist. Wir waren jetzt fertig. Hä? Ah, kassieren. Ellie Miller. 5 Sterne. Sehr gut, das hatten wir auch. Der ist fertig. Da muss reingebaut werden. Da müssen wir noch 2 PCs zusammenklöppeln. Nevernoob. Okay, das ist wenigstens der, wo noch nichts drin ist. Das heißt, jetzt Zeitraffer activated.
und let's go. Sieht auch ganz gut aus. Waren die Kabel zufällig lila? Es sind zufällig lila Kabel. Oh. Also es sind vier lila Kabel. Gut, dann Stick rein. Oh, hier ist noch eine Lüfter. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ein und dann neu starten. So, was soll man jetzt hier noch installieren? Ah ja, Soccer und 3D Mark Leistungswert. Das heißt, wo ist denn jetzt das hier? Nein. Bin ich jetzt blöd? Ach da, das hier und das hier. Jetzt können wir neu starten. Sollte relativ zügig gehen. Ja, fertig. So, den lassen wir durchlaufen. Ah. Guck mal, zufällig schon auf lila getrimmt hier, ne? Der Block, die haben kein RGB. Und auch die hier. Sieht schön aus. Die habe ich ja auch drin. Halt nur zwei. Das ist ein bisschen blöd. Also den ersten und dritten halt. Aber bei mir nicht in rosa oder lila, sondern in weiß. Und alles war mal in weiß. Jetzt ist irgendwie. Geht das nicht mehr. Jetzt. Die Lüfter und der Block sind bei mir jetzt in Regenbogenoptik. Und das Trix-Logo vom Mainboard ist weiß. Die Grafikkarte ist weiß. Das Netzteil. Gelb. Machen wir mal gelb. Keine Ahnung. Muss ich noch richtig einstellen. Es fehlt ein Kabel. Ups. Wieso? Jetzt sag nicht, dass er mit dem Netzteil nicht geht. Scheiße! Nein! Es lief zu gut! Beeilt euch! Also, was? Oh, Shop. Netzteil. Verdammt. Achso, man kann hier gar nicht erkennen, was SLI hat. Super. Oh Mann, ey. Ah, hier so ein 750 Watt Netzteil. Das muss doch. Warum nur halbmodular? Was soll die Kacke? Hier, so was hier. Müssen an den sauren Apfel beißen. Ach, das war wieder dumm.
Aber das, also ganz ehrlich, wie soll man das machen? Also 550 Watt reichen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Man kann in dem Spiel halt nicht sehen, ob die Dinger SLI, also ob die genug PCI Express Stromanschlüsse haben. Aber selbst wenn nicht, gibt es immer noch Adapter, aber die gibt es hier im Spiel offensichtlich nicht. Das ist ein bisschen schade. Naja, gut, haben wir halt ein Netzteil, das können wir dann für irgendwas anderes mal verwenden, was soll's. So, jetzt sind die auch dran, also die ganze Suppe nochmal. Jetzt will ich gerne wissen, mit wie viel Watt wir kommen. Rein Interesse halber, vielleicht war es ja auch vom Watt her schon ein Quatsch. Aber wenn man es ja mal anguckt, 200 Watt, 20, 30, ja, er hätte ja auch das Schorn fast drin lassen können, was nicht drin war. 270, 280. Watt mit zwei Grafikkarten, das ist. Ja, das ist nix. Gut, jetzt können wir aber laufen lassen. Das sollte zeitlich noch so gerade hinhauen. Aber wir sind auch schon wieder 35 Minuten dran, ja super. So, jetzt warten wir. Kann nichts machen. Lila Kabel haben wir. Achso, wir. Klar, ich habe ja noch hier das hier. Ja, die beiden, die mache ich dann. Nächste Folge. Da können wir 7.000, 6.000 Dollar ausgeben. Habe ich zwar nicht, aber ist egal. Schön. Das große Warten. Mach hinne! Wie viel FPS haben wir denn hier? 109 FPS! Boah! In 1440. Nee, das sieht aus wie 720p, wenn man ganz ehrlich ist. Was ist das für ein Monitor? Ja, guck ich jetzt besser nicht nach. Das sieht voll matschig aus. Boah, sah das schon immer so aus? Nee, ne? Upsi. Ganz knapp zu viel. Ey, fast das Doppelte. Naja, nicht ganz, aber. 15.000 Punkte. Muss in Full HD gewesen sein. Wettensysteminformation. Steht leider nicht bei. Zurück. Also hier steht 1440. Kann ich mir nicht vorstellen, das sah so scheiße aus. Also wir hätten ich weiß ehrlich gesagt. Schön, dass hier auch nicht die Auflösung beisteht. Hier steht gar nichts bei. Was ist das für ein Quatsch? Das ist ein Strix. Die sind nur kompatibel, wetten. Da steht zwar das sieht auch voll zermatscht. Mir egal, das Ding funktioniert. Bitteschön. Was ist das hier genau? Das sieht auch voll zermatscht aus. Ah, warte mal. Ah, daran lag's. Okay. Juti, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder, wenn ich dann alles wieder so hinkriege. Und dann sollten wir eigentlich die Woche vielleicht abschließen können. Schauen wir mal, gucken wir mal. Bis dahin. Macht es gut. Tschüss.